Herzlich willkommen, liebes Videotagebuch, zu einem Geburtstagsspecial von mir. An meiner Seite mein Rodel-Nichtpartner Michael Schneller. Grüß dich, liebes Videotagebuch. Du musst auf ihn schalten. Ja, liebes Videotagebuch, wir haben jetzt den Berg erklommen. In Kürze wird es bergab gehen. Wir sind alle ziemlich konzentriert. Sehr gehen die Strecke nochmal durch. Dominik, zu Streckenführen. Ja, die Strecke ist wirklich heimtückisch. Für alle Nichtkenner dieser Strecke wird es sicher sehr, sehr schwer. Wie wir bei Michael sehen werden, im Hintergrund können wir noch Matthias und keine Ahnung, wer das ist, sehen. Und Michael, freust du dich auf die Strecke? Ja, natürlich freue ich mich auf die Strecke. Ich werde ziemlich schnell rodeln, denke ich halt einmal. Ich will nochmal zum Dominik rübergeben. Ja, Michael, du weißt, das Maximum an Kilobelastung für so eine Rodel ist 130 Kilo. Was sagst du dazu? Ja, auf das habe ich die letzten Woche natürlich hingearbeitet. Knapp drunter, da geht einiges noch. War deswegen das Wetter geschnitten? Ich bin am Überlegen, ob ich noch Zusatzgewichte mitnehme, um das volle Potenzial ausnutzen zu können. Ja, wie gesagt, ich glaube, das volle Potenzial hast bereits mehr als ausgeschöpft. Danke, Dominik. Wir melden uns wieder unten. Jetzt im Zielraum des Rodel-Weltcups. An meiner Seite Mini und Dominik. Dominik, wie hat es dir gefallen? Ja, war echt leibend, meine Damen und Herren. So lustig. Manche von uns haben leider aufgegeben nach der ersten Runde. Unter anderem er. Ich möchte dazu sagen, nein, du bist jetzt nicht dran. Ja, andere von uns wurden noch leider bewusstlos bei dieser gefährlichen Strecke. Lass sie in Ruhe! Warum? Aber wie gesagt, manche Bestzeit, manche Pfui. Und ja, vielleicht noch ein paar Zuschauer-Impressionen. Danke, Fans, danke. Hey, da sind wir. Danke für diese wunderbare Erfahrung hier am Berg. Danke, Dominik. Ja, das erste und letzte Tagebuch am Berg und zurück ins Studio.